Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hoffe, es geht euch gut. Das neue Jahr hat angefangen und mit dem neuen Jahr kommen ganz viele Veränderungen, nicht nur bei Authentic German Learning, sondern auch bei mir. Also ich habe viele Dinge ausprobiert in diesem neuen Jahr und auch im Dezember. Ich habe mehr Dinge ausprobiert, als ich Videos machen kann. Also einmal habe ich ein faszinierendes Buch gelesen mit dem Titel The 4-Hour Body. Ja, der 4-Stunden-Körper. Ja, der 4-Stunden-Körper, The 4-Hour Body von Tim Ferriss. Und das ist ein faszinierendes Buch. Ja, es ist ein sehr faszinierendes Buch, weil es ein paar Hacks beschreibt, wie man ein paar Tricks, ja, mit denen man einen gesunden Körper haben kann, ohne sehr viel Zeit zu investieren. Unter anderem beschreibt er dort die Slow Carb Diät, ja, also die Diät mit langsamen Kohlenhydraten, ja, und die Diät ist einfach erklärt, also man isst 6 Tage lang Proteine, ja, Eier, Fleisch und so, Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen und Gemüse, ja, Blumenkohl, Bohnen, nicht Bohnen, sondern Spinat, sowas, ja. Das ist die Slow Carb Diät, ja. Also ein paar Proteine, ein paar Hülsenfrüchte und Gemüse. 6 Tage die Woche und man kann auch alles Mögliche sonst noch essen, was nicht weiß ist. Ja, also kein weißen Zucker, kein Mehl, also es ist eine gute Daumenregel, ja, es ist eine gute Faustregel, ja, also einfach nichts Weißes, außer Blumenkohl. Und am 7. Tag, ja, oder am Samstag bei mir, da ist Cheat-Tag. Ja, da darf man alles essen, was man möchte. Und der Tim Ferriss, der berichtet auch von ganz vielen Tricks, mit denen man es so machen kann, dass man nicht alle Kalorien absorbiert. Ja, er hat mehrere Tricks, sodass man nicht fett wird, ja, bei diesem Cheat-Tag, ja. Ganz viele Tipps und Tricks. Und bei mir war das echt faszinierend, dass ich einen Cheat-Tag gemacht habe und eigentlich jedes Mal, ich habe jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen oder so, mache ich das schon. Das heißt, ich hatte schon 2-3 Cheat-Tage und ich habe sehr viel Süßes gegessen, ich habe sehr viel gegessen, was sehr viele Kalorien hat und all sowas. Und am nächsten Tag war mein Gewicht niedriger. Ich habe mehr als 1% Körperfett verloren, nachdem ich ganz viele Süßigkeiten gegessen habe. Ja, nachdem ich wirklich ganz viel Süßes, ganz viel Schokolade gegessen habe und mein Gewicht ist gesunken. Es hat mich total umgehauen. Hat mich total fasziniert, dass es tatsächlich funktioniert. Also das ist meine Buchempfehlung heute, The 4-Hour Body, ja, der 4-Stunden-Körper. Ja. Ich hoffe, dies war hilfreich, ich hoffe, dies war verständlich und wir sehen uns später. Tschüss!